Guten Tag, liebe Zeitzerinnen und liebe Zeitzer, aber vor allen Dingen auch liebe Neuzeitzer. Wir Grüne haben uns entschieden, als diesmal in größerer Anzahl, also als Fraktion, in den neuen Stadtrat einziehen zu wollen, um zwei Dinge zu bewegen. Zum einen möchten wir uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass dieses Wir-Gefühl in dieser Stadt auch ein positives Wir-Gefühl zu dieser Stadt wird. Dass wir uns endlich nach außen hin mit einem gewissen Stolz als Zeitzer bekennen, um einfach auch aufgrund einer sehr großen Geschichte und auch einer guten jüngeren Geschichte, einer jüngeren Vergangenheit, Zeitz nach außen positiv zu vertreten. Ich habe nun nach meiner Zeit als Oberbürgermeister feststellen können, dass wir es eigentlich sind, die diese Stadt repräsentieren. Das heißt natürlich zuerst der Oberbürgermeister und nicht zu vergessen auch der Stadtrat, die im Miteinander diese Stadt nun mal führen und über ihre Wahlperioden auch inhaltlich bestimmen in dem, was da geschieht. Aus der Distanz sieht man manches anders und ich kann Ihnen nur versichern, dass es notwendig wird, dass es eine Gemeinsamkeit gibt zwischen diesen beiden Handelnden, dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat, und dass wir alles tun werden, um dieses Gemeinsame im Positiven fließen zu lassen, einmünden zu lassen. Dieses von mir angesprochene Wir-Gefühl ist auch etwas, was uns gemeinsam zusammenstehen lassen muss. Denn wenn wir dieses nach außen transportieren können, dann wird auch diese Attraktivität der Stadt für Außenstehende größer. Und es wird uns eher gelingen, dieses Zeitz wie schon als ein Schwerpunkt unseres Engagements erwähnt, im Positiven zu vertreten. Das soll man in keinem Fall unterschätzen, denn nur wie wir diese Stadt repräsentieren und vertreten, so werden wir letzten Endes von außen auch wahrgenommen. Es hat in der Vergangenheit gute Beispiele dafür gegeben. Die Ansiedlung von Südzucker, die sich jetzt immer mehr erweitert, und auch die Ansiedlung von Zeitzguss, die ein großes Entwicklungspotenzial aus unserer Sicht haben, dokumentieren, dass Zeitz immer noch attraktiv auch für die Wirtschaft ist und dass wir in dieser Region eine Zukunft haben können. Wir können auch und müssen dieses vor allen Dingen deutlicher nach außen transportieren, stolz auf die Vergangenheit sein. Denn welche Stadt kann schon auf eine so reichhaltige Geschichte als Dom- und Residenzstadt zurückblicken? Und welche Stadt kann sich rühmen, auch die erste Landesgartenschau für ein Land wie Sachsen-Anhalt ausgerichtet zu haben? Mit einem Erfolg, der für sich spricht und der uns Zeitzer auf unsere Stadt stolz sein lassen kann. Das sind so Dinge, die wir einbringen wollen. Und dann nochmal auf dieses Verhältnis Oberbürgermeister, Stadtrat möchte ich kurz eingehen. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ein Miteinander die zukünftige Stadtpolitik bestimmen wird. Ein Miteinander im Stadtrat und in einer konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Oberbürgermeister. Wir wissen um die finanziellen Schwierigkeiten, die im Moment vor der Stadt stehen. Es ist leider eine gute Absicht gewesen, oder nicht leider, sondern man kann die gute Absicht des Stadtrates, des jetzigen Stadtrates unterstreichen, noch einen Haushalt verabschieden zu wollen, um möglichst für die künftige Wahlperiode einen guten Start zu haben. Leider ist diese gute Absicht aber nicht umgesetzt worden, weil die Genehmigungsfähigkeit des eingebrachten Haushaltes nicht gegeben war. Ich denke, da muss angesetzt werden. Hier muss es zuerst einen Haushalt geben, der die Rahmenbedingungen, das heißt die Genehmigungsfähigkeit, erfüllt. Und damit muss sich dann der Stadtrat im Konstruktiven auseinandersetzen, inwieweit eine Überschuldung, die der Stadt droht, abgewendet werden kann. Das, denke ich, ist eine sehr dringende
Aufgabe, die unverzüglich durch den neuen Stadtrat zu erfüllen ist, zu leisten ist. Aber dazu gehört auch die Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltes, den wir natürlich von der Verwaltung fordern werden. Unsere Ziele können Sie zum einen nachlesen in unserem kurzen Wahlflyer, den wir erstellt haben. Aber jetzt möchte ich Ihnen auch da zwei, drei Schwerpunkte benennen, die aus unserer Sicht sehr wichtig sind. Zum einen ist die Verlegung der B180 in der jetzt möglichen Form nicht die Lösung, mit der wir im Tatsächlichen zufrieden sein können. Das Ziel muss sein, die B180 so zeitnah wie möglich, lieber heute als morgen, aus der Innenstadt herauszubekommen. Vorstellungen dazu haben wir. Wir werden sie in dem neuen Stadtrat deutlich machen. Wir sehen dazu gute Chancen. Zum anderen sitze ich hier auch in einem Areal, in dem wir in jedem Fall die evangelische Grundschule so zeitnah wie möglich auch ansiedeln möchten. Das ist ein Versprechen, das die Stadt der evangelischen Grundschule dem Träger auch gegeben hat. Und dieses muss endlich umgeführt werden, muss einfach nur umgesetzt werden. Weiterhin ist die Entwicklung der Innenstadt, aber auch die Entwicklung der Ortsteile für uns ganz wichtig. Das heißt, diese einzelnen Ortsteile und auch Bereiche in der Stadt müssen für sich die Voraussetzungen erfüllen, damit nicht nur die Leistungsträger, sondern auch eine älter werdende städtische Bevölkerung oder ländliche Bevölkerung einfach vor Ort eine Grundversorgung erfüllt. Das muss ein Anliegen sein, damit die Identifikation sowohl in den Ortsteilen, aber auch in der Stadt weiter verwurzelt wird und weiter auch gelebt werden kann. Denn eine Nahversorgung ist erforderlich, damit wir diese Stadt in Gänze einfach auch weiterhin mit Leben erfüllen können. Es ist immer natürlich ein Spannungsfeld in Zeitz, dieses Thema Zeitz Ost und Innenstadt anzusprechen. Da ist und war und bleibt aber unsere Argumentation auch, natürlich müssen wir den innerstädtischen Bereich als Innenstadt aufwerten. Dies kann aber nicht mit Zwang geschehen, sondern dieses muss mit einem attraktiven Angebot verbunden werden, das die Bürger von sich aus dann auch bereit sind anzunehmen und zu unterstützen. Nicht der Druck auf eine Entwicklung kann da die Lösung sein, sondern einfach die Angebote müssen für sich so attraktiv sein, dass die Bevölkerung, dass die Einwohner diese Entscheidung von sich dann auch selber nachvollziehen und dann eine gewünschte Entwicklung, ein gewünschtes Stadtentwicklungskonzept auch mit Leben erfüllen. Hier ist die Freiwilligkeit durch die Qualität des Angebotes das entscheidende Kriterium. Nach den Vorstellungen, wie wir sie haben für diese Stadt in etwa in 10 Jahren, möchte ich für unsere Fraktion wie folgt antworten. Und diese Vision halten wir für sehr realistisch, dass sich eine engere Zusammenarbeit zum einen mit der Gemeinde Elsteraue ergibt und zum anderen auch mit der Verbandsgemeinde Dreußig-Zeitzer Forst, die hoffentlich dann schon so weit gediehen ist, dass wir von einem Nebeneinander zu einem Miteinander gekommen sind. Dies ist ein positives Werben um eine gemeinsame Zukunft, denn wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir uns im Land und in einem vielleicht dann auch schon von den Strukturen her sich zusammenfinden, Mitteldeutschland besser wahrgenommen werden, wenn wir in den Strukturen des alten Landkreises Zeitz uns in die öffentliche Diskussion auch um Wirtschaftsstandortfaktoren einbringen können, dass wir dann einfach bessere Rahmenbedingungen vor Ort bieten können, um in einem Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können. Es ist vielleicht ein bisschen groß ausgeholt, aber wenn wir uns nicht diese Ziele setzen und dafür werben, werden wir es auch nicht erreichen können.
Lassen Sie uns also gemeinsam dafür arbeiten, dass diese Vision möglich wird und dass wir damit für die Region und für die Bürger in dieser Region eine Zukunftsperspektive entwickeln können. Danke.